kluger Mann mit Prinzipien. Drum lagen wir nie faul am Strand in Sizilien. Er sagte immer nur, scheiß auf Mittelmeer, ich muss nicht weit weg. Die Berge reizten ihn entschieden mehr. War nun mal noch nie ein Flachland Tiroler näher als Sandburg und Beach, in dem gab's Bar und Jodler. Und wenn ich einen Blick in die alten Alpen riskiere, sehe ich uns in Knieb und Hosen in den Alpen posieren. Ist kein Erstbesteiger, Extremkletterer und Angeber. Er sitzt nur gerne auf dem Gipfel und ist Landjäger. Mit seinem Bergsteigerhut aus echtem Ziegenfell. Denn bei Regen riecht das Ding kriminell. Doch das macht ihm nichts, nur bei Nebel ist er beleidigt. Um Schritt und wir Kinder rannten voraus, schrieben uns in Gipfelbücher, rutschten Firnfelder hinunter und machten mit Papa Brotzeit. Und ging's uns irgendwann zu steil bergan, dann war mein Papa spendabel und wir fuhren mit der Bergbahn. Ob Osterferien, Sommerferien, Winter oder Herbst, unsere Ferienwohnung hatte immer Blick Richtung Berg. Mit dem Blick, durchs Fenster zum Berg. Schönen Fudor, leider nicht in meinem Interesse. War immer ein sturer Mann mit Prinzipien. Drum waren wir anders als die anderen Familien. Meine Klassenkameraden haben es mir jedes Mal erzählt, wie sie baden waren und surfen im Club Mediterranee. Sie von Wasserski und kauften den Mädels Gelati. Ich trank Skiwasser auf der Berghütte mit meinem Papi. Und immer wenn sie schwärmten von Paella und Muscheln, blieb ich stumm oder murmelte nur Spektrumsuppe. Statt Ciaubella und Buenas Dias hieß es bei uns. Wir waren mal in Italien, aber nur in Südtirol. Und so vermisste ich das Meer sehr, doch gefiel der Blick Richtung Bergmeer. Mit dem Blick, durchs Fenster zum Berg, durchs Fenster zum Berg. Mit dem Blick, durchs Fenster zum Berg, durchs Fenster zum Berg. Deutsche Vita, Café Olé, Roter Süd, Saint-Tropez. Alles schön und gut, doch leider nicht in meinem Interesse. Mein Vater war immer ein kluger Mann mit Prinzipien. Nur manchmal fand ich seine Ansichten schwierig, denn vom Fußballtraining hatte er keine hohe Meinung. Was dort zählt, ist nicht die Person, nur die Leistung. Und deshalb wurde es nix aus meiner Stürmerkarriere. Statt zu F-Jugendspielen fuhren wir samstags in die Berge und sein Kommentar als meine erste Baggy-Pant im Schrank ging. Manchmal scheiße, als hätte ich das Jahr Wasching. Und als wir Konzerte gaben, sind wir bis zum Meer gefahren. Papa fragte, warum Wilhelmshaven spielt doch erst im Berchtesgaden. Nur noch heute noch ist ihm nicht jeder Rap sympathisch. Doch trotzdem sagt er, ach, gegen Hip-Hop hab ich gar nichts. Denn er ist und bleibt nun mal ein liebenswürdiger Sturkopf. Und er sammelt jeden Zeitungs Ausschnitt von unserem Tourstopps. Er muss sein Geld nicht sparen, er hat mir längst was vererbt. Denn wenn's draußen schneit, freu mich von dem Fenster zu Berg. Mit dem Blick, durchs Fenster zu Berg, durchs Fenster zu Berg. Mit dem Blick, durchs Fenster zu Berg. Deutsche Vita, Café Olé, die Côte d'Azur, Saint-Tropez. Alles schön und gut, oh leider nicht in meinem Blick.